Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Sims 2 mit unserer lieben Penny und unserem lieben Korga. Ja, heute habe ich jetzt mal endgültig vor, die beiden hier tatsächlich mal ein bisschen romantisch, dass die sich tatsächlich mal mehr verstehen. Und wie ihr seht, ist hier eine neue Couch. Ich hatte mal die ganzen benutzerdefinierten Sachen, die ich mir alle runtergeladen habe, alle mal deaktiviert. Und deswegen ist hier drüben auch am Friedhof nichts mehr. Und ja, so, unsere lieben Penny geht soweit ganz gut. Sie hat Hunger, Harndrang und Energie. Da machen wir. Und ja, das YouTuber-Dorf wird nicht mehr kommen, also kommt gar nicht mehr, weil es auf Deutsch gesagt nicht mehr existiert. Das gibt es nicht mehr, weil der PC sich einfach nur, also das Spiel sich einfach mal so gedacht hat, ja, warum nicht, das braucht er nicht und ja. Deswegen hatte ich mir dann überlegt, dass wir dann halt neues Let's Play anfangen mit die Sims. Und ja. Ja, lass es doch ruhig einfach da stehen, ist mir auch egal. Und ich weiß jetzt nicht, warum das hier so hakt. Obwohl ich schon in einer anderen Stadt bin, jetzt in einer Stadt, die ich selbst erstellt hatte, weil, bevor du hier schlafen gehst, gießt du den bitte, sonst, also wie schon gesagt, habe ich jetzt alles in einer separaten Stadt gemacht, die ich selbst erstellt habe, und es läuft einigermaßen flüssig, da deswegen, also das müsste dann halt so weit gehen, also was will man mehr. So, also mein lieber Korga, du möchtest ein Techtelmechtel haben, ein Sauberkeit-Fähigkeitspunkt erhalten. Mit wem bist du eigentlich befreundet? Oh, du bist auf Deutsch gesagt mit Penny verfeindet. Ich glaube, du musst auch gleich arbeiten um 11 Uhr, okay. So, Penny, wie geht's dir? Du kannst auch aufstehen. Du kannst. Dann kannst du denn. Kannst das mal ernten. Und ja, also, ich habe schon jemanden Neues erstellt. Mit dem wir dann auch spielen. Möchtest du? Nee. Unterhalte dich mal erst. Rückenkraut bekommen. Na, gucken wir, ob es das macht. Nee, macht eben nicht. Reden. Tratschen. Ach, guckt an. Guckt. Einer das an. Sie machen es schon von alleine. Aha, aha. Umarmen. Ohne dass ich jetzt irgendwas mache, machen sie es schon selbst. Na, dann warten wir mal ab, was sie jetzt noch machen. Aha, aha. Es wird, ohne dass ich was gemacht habe, machen sie es. Ey, du bleib stehen, Mann. Ich möchte mit dich weiter flirten zum Abchecken. Wir machen mal Kneifen. Ja, bitte auf. Flirten. Kneifen.
Na, jetzt bin ich mal gespannt, ob erstmal. Du sollst aufhören zu spielen, habe ich gesagt. Jetzt nehme ich dir das Ding weg. Und glaub mir, ich tue es. Ich habe einer Familie schon das Telefon weggenommen, weil es mich genervt hat. Aha. Versuchen wir mal zu küssen. Flüchtig. Aha. Yay. Umgarnen. Aha, okay. So, küssen, rumschmusen. Aha. Das locke ich dir auch mal eben ein. Und dann so umarmen, romantisch. Aha. Also mit den Beinen wird es doch was. So. Wenn es mit den Beinen was wird, dann kaufen wir denen doch einfach mal ein Doppelbettchen. Und zwar das Bettchen. Habe ich das nicht deaktiviert? Mal gucken, ob die hier hinten noch dran kommen. Dann soll ich den Baum halt mal. Hä? Wo steht der denn schief? Einfach mal dahin. Oh, romantisch, romantisch. Dann gehen wir bitte entspannen. Du kannst auch mal entspannen. So, jetzt versuche ich was. Ja, meine Lieben, es hat funktioniert. Techtelmechtel im Whirlpool, das logge ich euch auch ein. Möchtest du hier drei verschiedene Sims küssen? Nein. Ja, dann kannst du ja mal weiter flirten. Naja, Antrag noch nicht. Eng umschlungen. Danach kannst du mal was zu essen machen. Yay! Ah, ich freue mich, dass es jetzt doch endlich geklappt hat. Achso, ich wollte gerade sagen, wohin willst du? Du möchtest das Bettchen machen. Ja, du möchtest entspannen, ne? Brauchst du nicht. Huch. Wie ist das mal? Hör auf zu entspannen. Also. Yay, das ist doch super. Es hat doch funktioniert. So wie ich das vorhatte. Also. Dann haben wir doch mit Penny und Korgan eine super Zukunft. Ich hoffe es doch. Kannst du das hier mal gleich aufräumen? Geht es dir so Hunger? Das ist super. Du möchtest den Techtel im Whirlpool haben. Mit Penny verloben. Ja, das können wir vielleicht. Gucken wir mal eben, wie es um die Beine steht. Freund, bester Freund, Liebe, verknallt. Küssen, Handkuss zuwerfen. Das war jetzt der Baum. Leute, es hat funktioniert. Oh, ich bin froh, dass es jetzt doch endlich geklappt hat. So, was kann man denn noch hier machen? Flirten am Esstisch, Händchen halten, Hatten füttern. Und
Und dann müssen wir Cora mal zum Training schicken, also ich sag dazu, das steht dem nicht. Ja, dann esst mal schneller, meine Lieben, dann könnt ihr gleich, ja. Ach, es hat funktioniert. Und bevor Kati, Penny noch zur Arbeit musste. Liebe verknallt, so. Du musst um 9 Uhr arbeiten und er um 11. Machen wir mal ein bisschen schneller. Oh. Was macht Cora? Ich glaube, der ist duschen, war. Ja. So, müssen wir hier ein bisschen wieder hoch. So. Hast du noch irgendwelche Beschwerden außer Hunger? Kannst du eigentlich noch was essen? Lass das mal sein. Nimm dir mal eine Schüssel. Körgerlein, Körgerlein. Kannst du Monatsernten wegmachen. Also, dann kannst du das hier mal eins, die hier mal recyceln. Und dann, oh, da muss Penny arbeiten. Tut mir leid, dass du doch nichts essen konntest. Aber Korga kann doch mal lackieren. Wir nehmen Blau. Ja, ich bin ja schon unterwegs, Mann. So. Ich hoffe, du schmeißt das jetzt weg. Hoffentlich eine Rechnung haben wir nicht. Lackiere bitte das Auto, bevor du gleich zur Arbeit musst. Werbemannschaft für Körper fährt in etwa einer Stunde. Super. Wie weit bist du eigentlich bei deiner Arbeit? Charismaße. Ja. Geil. Sieht eigentlich voll cool aus. Was möchtest du machen? Nein, 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 nein. Du recycelst das hier. Brauchst auch gar nicht mehr großartig am PC zu gehen. Also dann nochmal auf Klo gehen. Kannst du damit eigentlich zur Arbeit fahren? Ne, leider nicht. Aber egal. So. Also das, was wir vorhatten, haben wir gemacht. Dass die beiden jetzt endlich zusammen sind. Penny lehnt Verlobung ab. Ja, da müsst ihr euch aber erst noch ein bisschen verstehen, bevor ihr. Nein. Geh bitte arbeiten. Du gehst arbeiten und ich warte hier so lange. Ich habe das nicht auf die Uhr geguckt, wie lange ich schon aufnehme, aber egal. Was wollt ihr denn alle hier? Was? Hey Robin Singer, was macht ihr hier? Geht mal woanders spielen, Mann. Es ist keiner zu Hause. Es ist keiner zu Hause, sind alle arbeiten. Was machst du? Sag ich nicht, der kommt da schon wieder nicht raus. Ja, Pech. Wir haben einen persönlichen Gartenzombie, der da nicht mehr rauskommt. Das ist Pech gehabt, Robin. Du bist da reingekommen, also kommst du da auch wieder raus. 15 Uhr, das haben wir noch. Wie er da rumläuft, ich komme hier nicht raus, Hilfe, kann mir jemand helfen? Nein,
Mein lieber Robin, du bist da selber reingekommen, also kommst du auch wieder raus, Mann. Dann kannst du das mal benutzen, dann kannst du schlafen gehen, kannst eigentlich mal deinen eigenen persönlichen Gartenzombie mal guten Tag sagen. Kommt der da wirklich nicht mehr raus? Nee. Egal, selber schuld. Wie schon gesagt, wer reinkommt, kommt auch wieder raus. Kannst du bitte mal nach Hause kommen? Vielen Dank. So. Willkommen. Yeah. Henny ist sehr kontaktfreudig. Oh, jetzt hatte ich schon wieder. Ja. Kommst du da nicht raus, Robin? Na, meinst du, ich räume das Vogelhäuschen weg? Nö. Emma, der klaut. Sich verabschieden. Und mach die Tür zu. Zuschließen. Nur Haushalt zulassen. Klaut er da einfach mal random mein Geld. Ach, Cora kommt auch schon nach Hause. Wie geht es dem eigentlich so? Yay, Cora wurde befördert zur Handlungsreisende. Oh, wir haben wieder Geld in der letzten Woche. Ja, schön. Du kannst dann auch mal bitte schlafen gehen. Ohne Wäsche. Nein, lass das bloß aus. Ist der Gartenzombie immer noch da? Der Gartenzombie. Der persönliche Gartenzombie. So. Du bist schlafen, du bist schlafen. Ach, du bist wieder putzmunter. Kannst du das mal bitte aufräumen? Aufräumen, dann kannst du auch irgendwas essen zum Abend. Machen wir mal Spaghetti. Gucken, wie lange unser Gartenzombie da noch bleibt. Gucken. Das sieht irgendwie witzig aus, wie er da ständig hin und her rennt. Ja, du musst auf Klo. Ja, nee. Robin, Robin, Robin. Ich kann ihn aber auch nicht anklicken oder so. Ja, Pech. Ich kann ja noch ein paar Sachen dahin packen, dass er gar nicht mehr rauskommt. Wer ist das? Hans, ja. Korgalein, wie geht es dir? Energie ist immer noch nicht schlecht, ne? So, was möchtest du machen? Techtelmechtel. Unser persönlicher Gartenzombie. So, Korga. Und auch mal bin. So. Dann kann die Penny sich gleich mal von dem hier verabschieden. Sich verabschieden. Aber erst nachdem du gegessen hast. Ja, da, wie er sich da einfach mal so reinbackt. Der backt sich da so hart rein. Ich weiß auch gar nicht, wie der da reingekommen ist. Ja, okay, hier rum. Der kann doch wieder da raus, Mann. Na, egal. So. Ich würde jetzt mal sagen, das war's von dieser Folge wieder. Wir sehen uns am Dienstag wieder in der nächsten Folge. Und bis dahin hoffe ich, dass der Gartenzombie wieder raus ist. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns bis dahin. Habt noch einen schönen Tag und bis dahin auf Wiedersehen. Ciao, ciao.